Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich darf die STA Basel hier kurz vorstellen. Ziel der Ausbildung ist die Entwicklung eines selbstständigen theologischen Denkens und die Befähigung der Studierenden, die allgemein anerkannten und an den öffentlichen Universitäten gelehrten theologischen Inhalte und Arbeitsweisen zu verstehen und kritisch nachvollziehen zu können. Das ist uns ganz wichtig, dass man versteht, warum wird so gelehrt und damit man das kritisch nachvollziehen kann. Wichtiger Bestandteil dieser Kompetenzenaneignung ist eine selbstkritische Sensibilisierung der Studierenden gegenüber ihrem eigenen theologischen Urteil und ihrer Ermutigung, dem biblischen Text mit Vertrauen zu begegnen. Wir verbinden Denken und Glauben. Und das ist ganz wichtig für uns, dass wir der Bibel vertrauen. Wir haben gestern in der Vorlesung darüber gesprochen und nachgedacht, ja, wenn man die Bibel verstehen will, dann muss man sich auf sie einlassen. Dann muss man sich auf den Glauben einlassen, damit man sie versteht. Wir sind eine interdenominationelle Hochschule, das heißt landeskirchlich und freikirchlich. Die STA Basel wurde 2014 akkreditiert nach dem Bologna-System. Das heißt, europäisch ist die STA Basel akkreditiert mit den Abschlüssen Bachelor und Master. Und wir haben auch ein Promotions- und Habilitationsprogramm. Die Abschlüsse der STA Basel sind die gleichen, die man an einer staatlichen Universität erreicht, zum Beispiel in Basel oder Zürich oder Bern oder sonst wo. Die Abschlüsse sind auch im Konkordat der reformierten Kirche in der Schweiz anerkannt. Das ist ja auch der Sinn von Bologna, dass Abschlüsse als äquivalent gelten und entsprechend anerkannt werden. Sonst macht Bologna überhaupt keinen Sinn. Die Möglichkeit gibt es, dass man Auflagen geben kann. Das ist im Gespräch, hat man sich damals geeinigt. Also in dem Sinn, dass unsere Studierenden, wenn sie reformierter Pfarrer oder Pfarrerin werden wollen in der Schweiz, dass sie dann noch gewisse Lehrveranstaltungen Basel oder Zürich besuchen. Und zwar im Umfang von 30 Punkten im Bachelor und von 30 Punkten im Masterprogramm. Das haben wir auch von Anfang an befürwortet. Das ist aber auch die höchste Grenze, was überhaupt Sinn macht an Auflagen. Sonst macht Bologna keinen Sinn. Und diese Lehrveranstaltungen, die dann in Basel oder in Zürich an der theologischen Fakultät belegt werden, die können bei uns angerechnet werden. Das heißt, das muss man nicht zusätzlich machen. Wir haben 6 Fachbereiche. Also was hier vielleicht etwas speziell ist, das ist der letzte Fachbereich, Philosophie, Religions- und Missionswissenschaft. Das gehört für uns selbstverständlich dazu. 3 meiner Kollegen kommen aus der lutherischen Kirche in Deutschland und haben auch in Deutschland an den Unis ihre Studien absolviert, bis hin zur Habilitation. Ein Kollege ist ordinierter Pfarrer der reformierten Kirche in der Schweiz. Und ein Kollege und ich, wir kommen aus Freikirchen. Ich habe aber einen neutestamentlichen Kollege, der ist mit seiner Frau zusammen, teilt er sich noch ein Pfarramt in der reformierten Kirche in der Schweiz. Wir haben zurzeit rund 80 Studierende im Bachelor- und Masterstudiengang und ja knapp 20 im Doktorat. Und gerade diese Woche hat am Mittwoch jemand aus Wien die Habilitation abgeschlossen bei uns. Wie gesagt, wir kommen aus Landeskirchen und Freikirchen, sowohl Dozierende als auch Studierende. Und das ist aus meiner Sicht eine große Bereicherung. Wichtig ist uns, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Das ist bei uns sehr groß geschrieben, dass wir lernen, aufeinander zu hören, einander zu verstehen, also die Perspektive zu erweitern, ohne das Fundament zu verlieren. Und das scheint mir sehr wichtig zu sein. Das ist überhaupt eine wichtige Voraussetzung, damit man offen auf andere zugehen kann. Hier kurz die Darstellung, was die Absolventinnen und Absolventen machen. Viele gehen ins Pfarramt, in Freikirchen oder Landeskirchen oder in die Lehre und Forschung, auch in die Weltmission, sehr oft als Bibellehrer oder als Bibelübersetzer. Basel ist
historisch sehr interessant. Und ansonsten liegt Basel im Länderdreieck. Die Estia Basel ist ein Rien, gehört zum Kanton Basel-Stadt. Und wir sind 2 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Das heißt, man kann also problemlos auf der deutschen Seite wohnen und mit dem Fahrrad zu uns kommen. Überhaupt kein Problem. Wie gesagt, wir haben Bachelor- und Masterstudiengänge und wir haben Promotionsprogramm und Habilitationsprogramm und dann haben wir noch ein Kurzstudium für Quereinsteiger. Da wir keine riesige Fakultät sind, kennt man sich und es ist immer auch eine schöne Gemeinschaft. Wir haben gerade vor ein paar Wochen die jährliche Retreat durchgeführt, wo wir auch viel Zeit haben für den Austausch für die Gemeinschaft. Vielen Dank. Thank you.